Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr reinhört. Willkommen zurück zum KBTV Sim Racing Podcast, Folge Nummer 8. Wir haben ein kleines Päuschen gemacht. Manchmal ist es so. Aber wir sind jetzt wieder zurück und ich freue mich mega, also einmal auf dieses Projekt, was in den letzten Wochen schon sehr, sehr viel Spaß bereitet hat und der ein oder andere von euch da draußen behauptet, ihm oder ihr tatsächlich genauso. Deswegen schön, dass ihr trotz dieser kleinen Zwangspause dann jetzt wieder eingeschaltet habt. Und in den heutigen 60 Minuten habe ich mir einen Gast eingeladen, der netterweise auch zugesagt hat, auf den ich mich persönlich sehr, sehr freue und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ein sehr angenehmes Gespräch in der nächsten Stunde haben werden, nämlich Thomas, und den guten Thomas kennt ihr vom Projekt Pixel Connect. Deswegen Thomas, schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung schon mal. Und ja, ich habe eine lange Liste tatsächlich an total spannenden Themen. Wir müssen mal gucken, ob wir sie tatsächlich durchgehen, aber beziehungsweise ob wir sie tatsächlich komplett durchkommen. Thomas ist seit einigen Jahren vor allem schwerpunktmäßig auf YouTube unterwegs. Wie schon gesagt, könntet ihr ihn unter dem Alias Pixel Connect kennen. Auf das Projekt werden wir natürlich heute eingehen. Wir werden aber auch mal versuchen, mal ein bisschen was über den Menschen hinter dem Mikrofon zu erfahren. Und wir werden, und da bin ich mir sicher, dass einige von euch, die zuhören, sicherlich auch in das Thema nochmal gerne tiefer einsteigen müssten. Natürlich möchten auch in das Thema Gran Turismo 7 nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, was, glaube ich, ein Thema ist, was auch den Thomas sehr, sehr aktiv beschäftigt und auch in der nächsten Zeit noch beschäftigen wird. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr auf die Themen. Aber Thomas, vielleicht, weil mir in der letzten Folge so ein bisschen indirekt vorgeworfen ist, dass ich meinen Podcast-Gast nicht so richtig vorgestellt habe oder er keine Gelegenheit hatte, sich vorzustellen. Das sind jetzt deine magischen 2 Minuten, in denen du mal ein bisschen was über dich erzählen kannst. Och, da gibt's gar nicht so großartig was zu erzählen. Ich habe einfach einen YouTube-Kanal namens Pixel Connect und da geht's vor allen Dingen um PlayStation, um Technik und um Simracing und dazu auch wöchentlich 2 Streams, freitags und sonntags, und ja, viel mehr gibt's eigentlich aktuell gar nicht zu sagen. Also viel mehr brauche ich auch gar nicht zu sagen. Das ist jetzt, glaube ich, auch relativ tief gestapelt, denn ich glaube, mit dem YouTube-Kanal mit mittlerweile fast 71.000 Abonnenten kann es sein, dass der ein oder andere da draußen schon mal über deinen Kanal gestolpert ist. Ich bin tatsächlich auch schon ein langjähriger Verfolger. Ja? Ich bin einer dieser typischen Lurker, die links und rechts immer mal wieder reingucken, aber sich ja generell auch mit dem Thema YouTube und Content Creation auch sehr intensiv beschäftigen und das natürlich auch hobbymäßig sehr, sehr leidenschaftlich machen. Und von dem her ist mir auch dein Kanal immer mal wieder über den Weg gelaufen. Ich denke, das müsste jetzt, es könnte so um die 4 Jahre her sein, als es bei mir losging, gerade auch mit dem Thema Gran Turismo Sport. Ich erinnere mich auch, das war für dich, glaube ich, auch eine sehr, sehr intensive Phase. Und über die letzten Jahre, über die Entwicklung deines Projektes, würde ich auch total gerne mit dir sprechen. Aber eine Frage, die zugegebenermaßen ich auch sehr oft über mein eigenes Projekt gestellt bekomme, aber trotzdem würde mich mal interessieren, der Name Pixel Connect. Gibt es da eine Geschichte dahinter, wie du auf diesen Namen gekommen bist? Die Frage wird mir auch häufig gestellt, interessanterweise, weil die Leute auch immer gerne irgendwie unterwegs sind und nach Namen suchen. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe einfach eine Liste gemacht an Namen, die mir gefallen. Und da habe ich verschiedene einfach kombiniert. Und unterm Strich kam dann quasi Pixel und Connect raus. Das passt auch gut, einfach deswegen, also auf zweierlei Dingen, weil im Grunde die ganzen Games sind ja connectete Pixel, wenn man so will. Oh. Und ja, tiefgreifend. Da wird es ja schon philosophisch fast. Ja, es wird noch besser, ja. Und Connect ist ja quasi ich und die Community. Wir connecten uns über Videos, Streams und so weiter. Ja, aber wobei das vielleicht auch alles nur ein Zufall ist, aber mir gefiel einfach der Name. Nee, schön. Ich finde es immer total spannend, das einfach mal so ein bisschen reinzuhören, weil ich meine, klar, an Namen gibt es da draußen komplett unendliche. Wird es auch immer verschiedene Varianten geben. Aber schön mal zu hören, jemand, der sich quasi schon, als das Projekt angefangen hat, sich Gedanken gemacht hat, ja, wie nenne ich das Ganze denn jetzt? Und ich finde es immer total spannend, einfach mal die Hintergrundgeschichte dazu zu hören. Ja, da habe ich mir auch irgendwie fast zu lange schon Zeit gelassen, aber es hieß ja auch damals oder wie auch heute auch bei jedem Ratschlag, den man den Profis geben, dass man sich da wirklich einen vernünftigen Titel oder Namen zulegen sollte. Was mich auf den Elefanten im Raum bringt,
Kotzender Eisbär. Was, wo kommt denn das her eigentlich? Ja, da würde sich wahrscheinlich jeder Experte die Haare raufen im Nachhinein gesagt. Das ist also wirklich wahrscheinlich auch ein Name, der sich echt schlecht verkaufen lässt. Aber ich kann tatsächlich mal kurz einen Exkurs dazu machen. Und ja, natürlich kommt die Frage nachvollziehbarerweise oft. Ich versuche mal die Kurzfassung aus der Schublade zu holen. Ich habe ursprünglich also nicht nur vor 4 Jahren das Projekt KBTV hier an den Start gebracht, sondern habe davor auch tatsächlich ein paar Jahre lang schon einen Let's Play-Kanal gehabt, der vom Namen her McRalph Gaming deutlich näher an meiner realen Person, an meinem realen Namen dran war. Und irgendwann hatte ich den Punkt, als ich mir dachte, irgendwie habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Ich wollte das Ganze ein bisschen anonymisieren, hatte private Gründe, hatte berufliche Gründe. Ich hatte irgendwie Sorgen, dass mein reales Umfeld herausfinden könnte, was ich hier mache und das vielleicht total doof findet. Mittlerweile bin ich dort deutlich entspannter und habe mir damals eben überlegt, ja, wie eben so ein Projekt heißen könnte. Also ein sehr, sehr ähnlicher Gedankengang, wie du da auch vorgegangen bist. Und bin aber tatsächlich anders rangegangen. Ich habe mir nicht irgendwelche Namen überlegt, die mir einfallen, sondern ich habe quasi am Reißbrett angefangen und habe mir überlegt, wie könnte denn ein Logo aussehen? Wie könnte denn ein Farbkonzept vom Kanal aussehen? Und dann bin ich, wie gesagt, Kurzversion, relativ schnell drauf gekommen, dass ich gerne einen schwarzen Hintergrund hätte für das Projekt. Dass ich, weil es gut lesbar ist, ein weißes Logo auf diesem schwarzen Hintergrund gerne drauf hätte. Aber weiß und schwarz ist ein bisschen zu langweilig. Ich brauche noch irgendeinen knalligen Farbeffekt, brauche ich noch da drin. Und dann ist mir so ein schönes, giftiges Grün eingefallen. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn schwarz, weiß und grün? Kotzender Eisbär. Und das ging wirklich so schnell, wie ich das hier gerade erzähle, ist nicht überspitzt ausgedrückt. Das ist das Erste, was mir bei den drei Farben in den Kopf gekommen ist. Und dann habe ich mal geguckt, gibt es schon einen kotzenden Eisbär? Es gab keinen, also da war der Name gefunden. Es ist zumindest ein markanter Name, also den man sich auch merkt. Und wenn man genau hinguckt, sind auch tatsächlich die Kotze, die aus dem Eisbär rauskommt, sind tatsächlich auch kleine Pixel. Ja, siehst du, da können wir wieder so eine kleine Brücke schlagen, ja, auch so ein bisschen das Eintauchen in die virtuelle Welt. Also auch da ist ein bisschen Gehirnschmalz reingeflossen. Manchmal frage ich mich immer, ob man dann der Einzige ist, der es auch tatsächlich begreift. Also weil man sich schon so viele Gedanken dazu gemacht hat. Und aber siehst du, so kam es zum kotzenden Eisbären. Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe gerade mal geguckt oder habe die Tage mal so ein bisschen tiefer reingeguckt. Ich meine, wie gesagt, dein Projekt habe ich auch über die Jahre links und rechts mit einem Auge immer mal wieder mitverfolgt. Aber ich freue mich tatsächlich auch ein paar Dinge jetzt im Laufe dieses Gesprächs nochmal herauszufinden. Und zwar, dein erstes Video auf YouTube ist am, Achtung, 15. November 2012 erschienen. Das ist jetzt mittlerweile über 9 Jahre her. Und es war, auch da sehe ich sehr viele Parallelen, ein klassisches Let's Play bzw. Gameplay-Video. Kannst du dich noch ein bisschen an die Zeit zurückerinnern, als das alles losgegangen ist? Was hat dich dazu gebracht, die Capture Card anzuschmeißen? Es war kurz gesagt Call of Duty, verrückterweise. Wobei ich jetzt davon ja so weit weg bin, wie es nur geht. Aber damals war es echt Call of Duty, aber mein erstes Video war gar nicht Call of Duty, sondern das müsste Fable the Journey gewesen sein. Genau. Ist das richtig? Mhm. Ja. Fable the Journey war eigentlich nur so ein Testvideo. Das war quasi nur, ich wollte nur durchprobieren, kann ich das aufnehmen, läuft das gescheit, ist die Bildrate okay, kann ich das hochladen, kann ich das hier mit Titel versehen und kann ich es veröffentlichen. Das war einfach nur durchgetestet, als Generalprobe sozusagen. Mhm. Und dann kam ja eben Call of Duty, das war Black Ops 2. Und da dachte ich mir, jawohl, da mache ich das große Let's Play und bin da sofort am Start, wenn das Ding da ist. Ja, und so hat es angefangen eigentlich. Ja, sehr cool. Siehst du, das ist, ich habe tatsächlich meine ersten Let's Play-Videos damals noch auf dem alten Kanal hochgeladen, als Destiny für PlayStation 4 rausgekommen ist. Also auch da siehst du, also erschreckend viele Parallelen, lieber Thomas. Und habe dann da meine ersten Singleplayer-Multiplayer-Videos hochgeladen. Ich finde es manchmal ganz witzig, wenn man darüber nachdenkt, wie alles mal losgegangen ist. Ich meine, für das eine oder andere, in Anführungsstrichen, schämt man sich auch mal, beziehungsweise denkt man sich so, meine Güte, das war damals aber noch eine Qualität. Aber es ist irgendwie doch total spannend, sich mal zurückzuversetzen und sich zu überlegen, Mensch, ja genau, wie hat das eigentlich angefangen? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Und wenn man sich da mal so den Weg über die Jahre anguckt, was eigentlich daraus geworden ist. Und du hast es in einem Nebensatz schon mal erwähnt, heute machst du ja tatsächlich was komplett anderes.
Auch auf das gehen wir auf jeden Fall nochmal ein, aber mich würde mal interessieren, wie bist du denn generell zum Thema Videospiele gekommen? Weil wenn ich das so richtig interpretiere, werden das ja wahrscheinlich nicht deine ersten Gehversuche auf der Konsole gewesen sein, ne? Nee. Also, ja, wie soll ich sagen? Ich bin mit Homecomputern aufgewachsen. Also C64, Amiga und dann natürlich PC. Wobei dazwischen natürlich auch mit Konsolen. Ich bin ab dem Nintendo 64 eingestiegen bei den Konsolen. Und ab dann im Grunde habe ich mehr oder weniger jede gängige Konsole mir geholt. Und habe da auch schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Zeit investiert. Und letzten Endes bin ich ja dann schon, das war schon 2002, tatsächlich auch schon professionell in die Spielebranche als Redakteur tatsächlich von dem inzwischen untergegangenen PlayStation 2 Magazin namens Players. Und von dort aus ging es dann noch weiter zur Maniac, die es heute noch als Printmagazin gibt, aber umbenannt in M-Games. Und ja, und irgendwann dachte ich mir, ich will noch mein eigenes Ding da durchziehen. Ja, das ist witzig, das hattest du im Vorgespräch so kurz angedeutet. Und siehst du, das hatte ich nämlich noch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Wenn ich so dran denke, die M-Games oder die Maniacs, die sagen mir tatsächlich noch was. Ich habe sogar vor dem geistigen Auge noch, wie das Logo ausgesehen hat. Das ist ja auch tatsächlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Auch an den N64 kann ich mich sehr gut zurückerinnern. Ich bin auch das gewesen, was man heutzutage ein Nintendo-Fanboy nennen würde. Also damals auch mit Super Mario, The Legend of Zelda, quasi mit der Muttermilch aufgesaugen. Aber da hast du ja tatsächlich mit dem Homecomputer-Zeitalter dann sogar noch das ein oder andere Jährchen mehr Spielerfahrung. Aber jetzt weiß ich auch tatsächlich, dass das Video- oder Computerspiele allgemein tatsächlich ja schon sehr lange in deinen Adern fließen. Ja, absolut, absolut. Ich muss gerade kurz überlegen, meinen ersten Computer, meinen C64, den habe ich glaube, 1987 oder 1988 bekommen, beziehungsweise habe den, glaube ich, von meinem Taschengeld mir gebraucht geholt. Was ganz schön verrückt ist, weil ich bin da erst 21 Jahre alt. Siehst du? Ja, krass. Meine erste Berührung war tatsächlich 1989 mit dem Nintendo Game Boy. Weiß ich noch ganz genau, geschenkt meiner Großmutter. Hätte ich mir damals nicht leisten können. Damals war ich 7. Nee, damals war ich auch, ich sage immer witziger, also das muss ich halt ausholen, warum ich sage, ich bin 21, weil ich krieg ständig die Frage gestellt, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wie alt ich bin. Und ich mache da mal gerne ein Geheimnis draus. Ja. Und die Leute können da teilweise nicht drauf schließen, wie alt ich wirklich bin. Und jetzt verrate ich ja so ein bisschen so, schon 87, 88 unterwegs, ja. Aber ich bin noch erst 21 jetzt. Also das ist ja verrückt. Da war ich ja dann minus 15 Jahre alt. Oder stimmt, so. Ja, jetzt hab ich den Wink verstanden. Dankeschön. Ja, das ist total dämlich. Wobei, ich weiß gar nicht, da bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache. Na, ist egal. Nee, aber du hast recht, das ist, aber wie gesagt, ist tatsächlich auch eine Frage, die ich nie in meinem Fragenkatalog drinstehen habe, weil ich selber weiß, das ist für den einen oder anderen ein sensibles Thema, aber ich mache mir auch gerne immer wieder einen Scherz draus. Mittlerweile wissen es eh alle, die es wissen wollten. Aber ja, es ist immer eine gewisse Faszination. Und was ich aber schon interessant finde, also 21 hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt, aber das ein oder andere Jährchen älter hätte ich jetzt schon vermutet. Was? Aber umso spannender, weil du eben so auch so eine lange Videospielgeschichte dann tatsächlich hast. Und kannst du, lass mich das mal anders formulieren, du machst es ja mittlerweile, wie wir es gerade schon gehört haben, eigentlich schon länger professionell, aber natürlich mit deinem Kanal Pixel Connect jetzt auch. Und da werden wir auch noch ein bisschen näher drüber sprechen. Kannst du neben diesem Projekt, was ja dann mit Sicherheit auch sehr viel Zeit und Energie schluckt, auch noch so richtig für dich spielen? Also auf was will ich hinaus? Ich ertappe mich immer mal wieder dabei, dass ich früher solche Spiele wie The Legend of Zelda oder große PlayStation oder Xbox-Titel über Tage, über Wochen wirklich intensiv durchgespielt habe, bis in jedes DLC genossen habe. Das ist so ein bisschen weggegangen. Kannst du oder machst du sowas noch? Natürlich. Ich spiele vieles auch für mich, wo ich mir auch denke, nee, da mache ich kein Video dazu, da mache ich keinen Stream dazu, das ist nur für mich. Und da muss ich auch nicht so analytisch vorgehen und mir denken, vielleicht kann man da ein Thema rausziehen. Das ist nämlich eine Thematik, die habe ich eigentlich schon seit dem Redakteursleben. Da hast du das ja genauso. Weil im Beruf, da zockst du ja auch und berichtest über Spiele. Das heißt, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, das zu trennen, also den Beruf vom Hobby. Wobei, das ist ja das Schwierige oder das Perplexe. Man macht das Hobby zum Beruf und dann wird es aber schwierig, den Beruf vom Hobby zu trennen. Umgekehrt. Ja, absolut.
Aber nein, das geht schon. Ich muss es aber fast bewusst machen. Und wieder quasi mir klar machen, nee, das spiele ich jetzt für mich. Und Ende. Weil sonst habe ich immer so im Hinterkopf ist da so ein Rädchen aktiviert, das dann irgendwie immer mitläuft mit, hey, da könnte man ein Thema machen, das wäre interessant, vielleicht kann man da was für YouTube machen, wäre das ein Videothema und so weiter. Das spricht, glaube ich, was an, was den meisten kreativen Köpfen auch wirklich so geht, ist, dass es, da kann ich aus eigener Geschichte tatsächlich auch erzählen, es ist schwierig, wenn man das so gerne macht, wenn man da auch wirklich eine Leidenschaft für hat, für dieses ganze Thema und dann die Kiste anzuschmeißen und den Kopf komplett abzustellen und zu sagen, ich mache da jetzt nichts draus, ich mache das jetzt für mich. Und ich habe tatsächlich für mich einen Weg gefunden, so alle paar Wochen treffe ich mich mit meiner Schwester, mit meiner kleinen Schwester, uns trennen, ja, so um die 20 Jahre tatsächlich. Und machen wir mal ganz bewusst ein Koop-Wochenende, wo wir uns so wie in einer guten alten Zeit, die nicht immer gut war, aber wirklich setzen wir uns auf die Couch und spielen Koop-Spiele, die man einem Bildschirm zusammenspielen kann. Und das sind dann wirklich so Tage, da wird die Capture Card ausgelassen und da wird einfach mal 2 Tage lang virtuelle Welten genossen. Und das ist auch ganz gut. Wie du, glaube ich, auch sagst, geht es mir sehr ähnlich. Man muss sich ab und zu mal disziplinieren, aber ich glaube, das ist auch wichtig, um das Hobby dann auch noch mal ein bisschen mehr genießen zu können. Ja, absolut, absolut. Man muss es irgendwie abschalten können, weil du sonst irgendwie daueraktiviert bist. Und die Gefahr hast du vor allen Dingen als Content Creator, weil du ja im Grunde ständig irgendwie werkelst, ständig an irgendeinem Projekt dran bist oder als Livestreamer noch krasser, wenn du da professionell dabei bist. Du machst ja durchgehend nichts anderes fast. Also bei manchen ist das ja zumindest so. Und da sind halt schon ein paar Gefahren da, die ich dann auch selber gesehen habe oder selber erfahren habe. Ich denke mir, die Verlockung ist natürlich umso größer, wenn man zu Hause auch ein schönes Studio hat. Ich meine, eine interessante, eine angenehme Zock-Atmosphäre. Und wer bei dir auf dem Kanal aktiv ist, kann ja dann auch immer mal wieder einen Glimpse erhaschen in deinen Videos. Was ich immer total spannend zu hören finde, ist, ich denke mal, du sitzt jetzt gerade wahrscheinlich auch in deinem Studio, oder? Ja, genau. Wie muss man sich das, wenn man das noch nie gesehen hat von dir, wie muss man sich die Atmosphäre da vorstellen? Wie sieht es gerade aus? Was steht vor dir? Welche Technik muss man sich da vorstellen? Sind es 20 oder sind es nur 15 Bildschirme? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Zeit habe ich, um das jetzt alles zu erklären? ich sitze vor 2 Bildschirmen, 2x4K, die an meinem PC dran hängen. Ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt ins Detail gehen soll. Ich sage einfach nur mal ein PC. Das ist auch mein Arbeits-PC, das ist mein Streaming-PC und das ist auch mein Gaming-PC. Das will ich in Zukunft mal ein bisschen trennen, weil das auch teilweise nicht ganz so optimal ist. Ich habe auf jeden Fall auf dem Tisch noch einige Geräte mehr natürlich, sei es eine Kamera, Beleuchtung, das Mikrofon, worüber mich man tendenziell hört. Ich habe hier noch ein Mischpult, ein Stream Deck, noch eine Soundbar und jetzt muss ich gucken, ich habe noch ein iPhone als 2. Kamera für den Tisch und das ist nur der Tisch. Hinter mir sind natürlich allerlei Geräte, vor allen Dingen Hardware und Konsolen und Lenkräder. Und dann habe ich hier noch mein Simrig, wo ich dann eben ja, die ganzen Rennsimulationen spiele und da hängt auch noch ganz schön einiges an Technik dran. Ich weiß nicht, ob ich das ausführen soll oder ob wir das einfach so stehen lassen, weil man sieht es ja theoretisch auch auf meinem Kanal, wenn man da vorbeiguckt. Auf jeden Fall sehr viel Technik, sehr, sehr viele Kabel wahrscheinlich auch. Oh, ich sag's dir, hä. Also ohne diese ganzen Kabelschläuche und Kabelkanäle, da wäre ich verloren. Da suche ich auch noch die perfekte Lösung tatsächlich. Ich bin nämlich auch gerade dabei, das Streaming-Equipment hier komplett umzusetzen und gestern Abend ein bisschen alles zu optimieren. Gestern Abend habe ich mich einfach mal oldschool mit einem Zettel und mit einem Papier Zettel und Papier ist eigentlich dasselbe, ne? Mit einem Zettel und einem Stift hingesetzt und habe mir wirklich mal einen Kabelplan gemacht. Habe überlegt, so wie viele Kabel habe ich, wo müssen die hin, weil sonst ich finde das, also so viele Kabel, ich weiß nicht mehr wohin damit, aber ich kann mir das bildlich gut vorstellen. Nee, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war eine ganz, ganz gute Vorstellung, wie das bei dir in etwa aussieht. Ja, achso, vielleicht hätte ich noch ein Detail. Ich habe einen hammergenialen Arbeitstisch, der ist höhenverstellbar. Oh ja. Heißt, da kann ich auch im Stehen arbeiten, wenn ich will, was ultra angenehm ist, sodass zwischendurch mal aufstehen und ein bisschen Füße quasi vertreten, während man arbeitet. Das ist echt, echt schön. Also fürs Lachen, ich stehe auch jetzt hier gerade während der Aufnahme und das ist eine der sinnvollsten Anschaffungen, die ich mir je geleistet habe. Es ist so fantastisch und
Es fühlt sich einfach gut an. Manch einer kann das nicht glauben. Ich werde ab und zu in den Streams ausgelacht, wenn ich sogar im Stream im Stehens spiele. Das ist dann nochmal hart. Aber ja, also absolut, für alle da draußen, wer zweifelt, dass das funktioniert, es ist wirklich jeden Cent wert. Mhm, absolut, absolut. Aber noch schlimmer wird es damit beim Kabelmanagement, weil du musst gucken, dass die Kabel lang genug sind für die Höhenverstellung. Die müssen in beiden Varianten funktionieren. Ja, siehst du, okay, wir wissen, von was wir reden. Genau. Was immer, wenn man so ein leidenschaftliches Hobby hat, beziehungsweise bei dir ist es ja mehr auch als ein Hobby, darauf kommen wir gleich noch, ist eine der spannenden Fragen, eine Frage, die auch ich immer wieder gestellt kriege, und ich glaube, deswegen stelle ich sie dir auch einfach mal, obwohl es bei dir noch ein bisschen in eine andere Richtung geht. Wie ist das in deinem Fall mit der Partnerin zu Hause? Oft ist es ja schwierig, die Leidenschaft, die man da an den Tag legt, die natürlich auch viel Energie, viel Zeit kostet, natürlich auch in eine Partnerschaft mitzunehmen. Da ist oft mal mehr, mal weniger Verständnis dabei. Aber die gute Frau Pixel, wenn ich das sehe, ist ja tatsächlich sehr tief in dem Thema sogar drin. Deswegen, das finde ich total spannend. Ich glaube, die Diskussion habt ihr wahrscheinlich nicht so oft, dass du zu lange vorm Rechner sitzt, oder? Ich würde mal sagen, selten. Aber ich habe, wie soll ich sagen, ein verdammtes Glück grundsätzlich, dass ich dahingehend so eine verständnisvolle Partnerin habe, die ja selber zockt und die auch selber auch ihren eigenen YouTube-Kanal hat, eben Frau Pixel. Und die eigentlich genau schon da auch mit in der Materie drin ist. Vielleicht nicht ganz so sehr im Simracing, sondern mehr vielleicht bei Final Fantasy oder anderen Fantasy-Geschichten. Aber da ist es schon klar, weil ihr ist auch klar, ich mache das Ganze ja nicht nur zum Spaß, wobei natürlich zum Spaß, aber teilweise ist es ja auch ein Beruf. Und das kostet halt Zeit. Also, und da muss man aber auch, wie gesagt, auch wieder, da kommt wieder die Geschichte mit, da muss man den Cut machen zum Privatleben und sagen, hey, ich schalte heute mal alles aus und heute schöner Netflix-Abend oder was auch immer, dass man da, dass es das nicht zu kurz kommt, natürlich. Oder was auch immer, man geht essen oder ja, Socializing und so weiter. Also ich höre dann heraus, dafür nehmt ihr euch dann auch ganz bewusst Zeit, oder? Weil das auch eine Frage ist, die bei mir öfters mal ankommt. Mensch, wie kriegst du das alles zusammen? Oft hat man ja auch den Eindruck, wenn man so ein Projekt von außen sieht, ey, du machst doch den ganzen Tag nichts anderes. Aber man kann natürlich ein bisschen geschickt mit Vorbereitung, mit Planung und so weiter, kann man sich auch komplette Tage mal rausnehmen und hat trotzdem irgendeinen Content, den man verarbeiten kann. Aber ich höre das schon richtig raus. Das ist euch auch ganz wichtig, dass ihr euch auch mal bewusst mal einen Abend komplett aus dieser ganzen virtuellen Welt rauszieht, ne? Ja, absolut. Wobei das teilweise dann doch zu kurz kommt, wenn dann, es ist wirklich ein paar Wochen lang, ackert man da so durch, weil man sich denkt, nee, jetzt ist gerade die Zeit für solche Videos oder für irgendeinen Content. Aber dann muss man eben gucken, dass man da wieder rauskommt. Und was wir halt machen ist, wir machen möglichst häufig Urlaub, was die letzten 2 Jahre jetzt eine sehr schwierige Kiste war. Aber da versuchen wir wieder reinzukommen, weil wenn wir Urlaub machen bzw. wegfahren, dann sind wir da komplett weg von dem Ganzen und dann holst du dir die ganze Energie wieder. Irgendwo. Also zumindest wir machen das so. Das hört sich zumindest nach einer sehr, sehr gesunden Vorgehensweise an. Ja, und dann kommen wir tatsächlich auch noch mal ein bisschen tiefer noch mal in dein Projekt rein, denn wir haben das im Vorgespräch kurz angesprochen, aber es war ein Thema, wo ich dich auch gerne mal fragen wollte, denn Pixel Connect ist ja mittlerweile mehr als ein Hobby. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann da der Übergang zu war, aber du machst es ja mittlerweile tatsächlich Vollzeit, ne? Ja, absolut. Ich kann dir auch nicht sagen, wann der Schritt vollzogen worden ist, weil das war kein harter Cut bei mir. Denn bei mir ist es so, ich bin seit über 10 Jahren selbstständig. Und weil ich selbstständig bin, habe ich verschiedene Projekte am Laufen. Das war vorrangig zunächst nur redaktionelles, dann auch im grafischen Bereich war es und auch Videoproduktion. Und dann lief eben auch der YouTube-Kanal dazu. Und letzten Endes, unterm Strich, hat der YouTube-Kanal jetzt alles andere nicht ganz verdrängt, aber vieles verdrängt, einfach weil eben immer mehr Reichweite kam durch den Kanal und dann kommen auch mehr Einnahmen natürlich. Und entsprechend wägt man als Selbstständiger immer ab, wo kriegt man, was lohnt sich und wo rentiert es sich am meisten natürlich, Zeit und Mühe reinzustecken. Ah ja, das ist mal ganz spannend zu hören. Das heißt, es war wirklich ein Prozess über mehrere Jahre. Aber gut, dann hast du zumindest schon mal den Vorteil, genau, du hast dieses selbstständige Leben schon gekannt. Das heißt, du hattest dann auch die Flexibilität, verschiedene Sachen einfach mal auszuprobieren, wohin dich der Weg führt. Und bist du denn, ich frage einfach mal so direkt, bist du denn zufrieden, so wie es sich jetzt entwickelt hat? Ja, absolut. Also vor allen Dingen,
Also so richtig krass war es ab vielleicht vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr. Da habe ich gemerkt, da geht was. Plötzlich läuft es richtig gut. Und plötzlich ist auch gewachsen das Ganze. Und das ist auch verbunden mit einigen Ereignissen, auch der Spielewelt, sagen wir mal, ein PS5-Launch oder ein Gran Turismo und so weiter. Aber da merkt man, dass da so das Potenzial drin ist. Und da hat man dann auch den Ehrgeiz zu sagen, hey, das kann ich doch machen. Und das geht. Und das könnte ich doch wagen und ja, dafür das andere lassen. Und das ist auch ein schwieriger Schritt natürlich. Also vor allen Dingen, wenn man, was weiß ich, von einem Angestelltenverhältnis kommt vielleicht und sagt und den Schritt wagen will, eben zur Selbstständigkeit, ist sowieso ein großer Schritt. Aber vielleicht nochmal doppelt schwieriger Schritt, Selbstständigkeit in YouTube rein. Aber, also, ich will's da nichts verschreien, aber das ist halt schon alles, so wie es gelaufen ist, ist wunderbar. Also, ich kann da gar nicht meckern. Also, es ist alles, es ist absolut klasse. Es gibt natürlich immer irgendwas, wo ich denke, da und da hakt's oder da könnte ich noch mehr machen, aber so insgesamt ist es, da kann ich nicht meckern, ja. Kurz gesagt. Schön. Nee, das freut mich für dich und das hört sich ja wirklich nach einer guten Entwicklung an. Und ich glaube, genau, der Sprung in die Selbstständigkeit ist sowieso immer ein extremer Schritt, gerade wenn man vielleicht aus einem Angestelltenverhältnis kommt. Aber ich finde es immer schön zu sehen, und das meine ich so ehrlich, wie ich das auch sage, immer jemanden zu sehen, der wirklich regelmäßig über einen langen Zeitraum Energie in ein Thema reinsteckt und dann irgendwann einfach auch damit belohnt wird und einfach dann da auch noch mehr rausziehen kann. Das ist ja eine schöne Entwicklung und man sieht es ja auch an den Communities, an deiner Community ja auch, dass das ja auch wirklich breit unterstützt wird. Und wie viel Zeit kostet dich denn das Projekt so am Tag, in der Woche? Kannst du das so einfassen? Sind das 7,5 Stunden Tage oder wie muss man sich so eine Arbeitswoche vorstellen? Das kann man ganz schwer zusammenfassen. Ich versuche ja inzwischen auf die 40-Stunden-Woche runterzukommen, aber sagen wir es mal so, zum Start von der Selbstständigkeit hast du natürlich irgendwelche Stunden und keine Wochenenden mehr. Und bei YouTube ist es eigentlich eher, das ist ja das Gute, du hast ja keinen Auftraggeber, sondern du machst ja nur das, worauf du Bock hast. Und du teilst es dir selber ein. Das heißt, du bist selber dein Chef, der sagt, du machst jetzt das oder du machst das nicht. Aber du denkst dir natürlich, nee, mach lieber mehr, weil da kommt auch mehr rum. Und letzten Endes, bei mir ist halt, sind die Wochenenden so ein bisschen verschoben, weil bei mir Freitag fast der stressigste Tag ist, weil das ist normaler Arbeitstag plus Stream abends. Und Sonntag ist nochmals Stream und da muss ich eben gucken, dass ich quasi meine Woche so ein bisschen verlagere in Sachen Freizeit. Aber unter der Woche quasi, ja, da bin ich eigentlich schon tagsüber voll beschäftigt mit YouTube, also hauptsächlich YouTube. Und bin immer auf der Suche nach Themen, Skripte, irgendwas, mach Kameraaufnahmen, Anmoderationen und so weiter. Also das ist auch viel drumherum und es ist tatsächlich erstaunlich wenig wirklich zocken, was jetzt komisch klingt irgendwie, aber es ist tatsächlich viel mehr drumherum, was man macht. Nee, das ist total spannend, eben zu hören. Da wollte ich auch ein bisschen drauf hinaus. Ich hatte mir nämlich auch nochmal aufgeschrieben, wie gesagt, kenne das ein bisschen aus eigener Erfahrung, aber will ja vor allem dich auch heute zu Wort kommen lassen, wie lange du denn für so ein Video brauchst. Denn die meisten Videos, die du so hochlädst, sind so, also kann man so sagen, so weniger als 10 Minuten, ne? So ganz viele Infovideos etc., aber so ein 10-Minuten-Video ist ja nicht in 10 Minuten erstellt. Da steckt ja wirklich in der Regel auch viele, viele Stunden Vorbereitung dahinter, ne? Ja, das kommt aber auch krass aufs Video an. Also angenommen, das ist eine Newsmeldung, wo vielleicht irgendeine Ankündigung ist, dann kann ich das relativ schnell vielleicht auch am selben Tag machen. Also sprich, wenn vormittags eine Newsmeldung kommt, die super wichtig ist, dann hole ich mir die ganzen Infos, mache vielleicht nur ein paar Notizen, stelle mich direkt vor die Kamera, nehme das Ganze auf, schneide es danach und im besten Fall ist das Nachmittag online. Das ist der beste Fall, aber eigentlich ich gerade so, ich sag mal, ausführlichere Videos, sei es jetzt Hardware, Tests, Guides, Tutorials oder irgendwelche Setup-Geschichten, das dauert schon länger. Aber das ist auch der Aufbau ähnlich. Das ist immer die Videoidee, dann wie mache ich das? Dann quasi, ich skripte das Ganze inzwischen. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich habe früher mal alles spontan irgendwie vor der Kamera eingelabert, was dann teilweise sehr verplant gewirkt hat und auch war. Und ja, dann macht man eben die Aufnahmen, eben
auch manchmal vor der Kamera, manchmal ohne Kamera. Dann braucht man natürlich vielleicht noch das Spielmaterial, das muss man aufnehmen. Teilweise nimmt man dann zusätzlich den Kommentar auf, teilweise macht man den Kommentar hinterher. Dann braucht man vielleicht noch B-Roll, sprich irgendwelche Außenaufnahmen, wie, keine Ahnung, ich am Simrig hantiere, was auch immer. Ja, und dann kommt das Ganze in Adobe Premiere zusammen. Und dann wird das Ganze geschnitten. Das kann auch ein paar Stunden dauern, wobei teilweise auch schon anderthalb Tage, zwei Tage. Ich hatte schon wirklich aufwendige Projekte, die wirklich, wirklich lange waren. Und dann ist schon wieder ein paar Tage, bis so ein Video fertig ist. Kannst du sagen, dass so ein aufwendiges Video, also in dem du wirklich viel Zeit stecken musstest, viele Stunden Vorbereitung, Schnitt und so weiter, dass das tendenziell auch die erfolgreicheren Videos sind? Oder ist es vielleicht sogar teilweise komplett andersrum, dass du sagst, eigentlich die ich in Anführungsstrichen rausgespuckt habe, haben viel mehr Klicks? Es ist mal so, das ist niemals ein Garant. Also wenn man ein aufwendiges Video macht, ist es niemals ein Garant, dass das viele Aufrufe bekommt. Das ist meine eigene Erfahrung. Teilweise ja, dass das funktioniert. Und teilweise sind es auch die aufwendigen Videos, die zuerst überhaupt nicht gut laufen, wo man sich denkt, Mann, jetzt habe ich mir so eine Mühe gemacht, jetzt schaut es keiner. Wobei, keiner in Anführungszeichen, also man hat halt vielleicht mehr erwartet. Aber das kann auch wieder sein, dass das ein Video ist, das plötzlich in ein paar Monaten plötzlich Aufrufe bekommt. Weil YouTube und der Algorithmus eben sagen, hey, das ist ein gutes Video, das wird jetzt mal gepusht. Und vielleicht vorgeschlagen den Leuten. Und plötzlich merkt man bei alten Videos, hä, die gehen plötzlich ab. Man wundert sich. Und umgekehrt aber auch, man hat irgendwie schnell ein Video gemacht und das geht ab wie Rakete. Und man denkt sich, hä, das ist ja einfach. Aber naja, es ist natürlich nie so einfach, aber manchmal geht's, manchmal funktioniert's. Und wie du vorhin schon gesagt hast, das ist wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen, wahrscheinlich auch mental. Ich meine, du bist in der Selbstständigkeit, das heißt, nennen wir es so, wie es ist, das Ganze, das Projekt muss die Rechnungen bezahlen. Das ist ja am Ende des Tages auch einfach so. Irgendwo muss auch die Kohle reinkommen. Und du kannst dir nie hundertprozentig sicher sein, was funktioniert gut, was nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch zum bisschen Unruhe führt. Wie drücke ich das jetzt aus? Mich würde mal interessieren, du hast ja sehr viel darüber schon geredet, wie sich das Projekt entwickelt hat und man hört auch ganz gut raus, was dir so Spaß macht. Was sind denn die Dinge, die dich eher unruhig machen oder wo du sagst, das sind Dinge, so ein bisschen die Schattenseiten dieses Projekts oder dieser Art der Content Creation? Ja, du hast es schon ein bisschen angedeutet. Im Grunde, man muss immer jeden Monat gucken, dass das Geld reinkommt. Aber das ist ja, ich sag mal, normal bei einer Selbstständigkeit. Du hast da kein regelmäßiges Einkommen. Das heißt, du kriegst ja immer nur das, was du auch geleistet hast, was in Rechnung gestellt wird und hoffentlich dann auch bezahlt wird vom Auftraggeber beziehungsweise eben von YouTube respektive von AdSense, worüber das Ganze ja dann läuft. Und das schwankt ganz schön. Also das, aber aus meiner Erfahrung kenne ich das schon in der Selbstständigkeit, dass beispielsweise das Weihnachtsgeschäft oder sagen wir mal Oktober, November, Dezember, das sind richtig gute Monate, wo man richtig gut verdienen kann. Oder im Januar flaut es dann wieder ab. Frühling ist wieder besser, Sommer ist wieder irgendwie eine Flaute und es geht so hin und her. Da gewöhnt man sich allerdings dran. Und das auf YouTube eben dasselbe. Und da eben auch Beispiel jetzt, Gran Turismo 7 kam ja jetzt Anfang März raus, ging komplett ab, auch auf meinem Kanal, war richtig krass, wurde viel konsumiert, habe ich auch viel, viel dazu gemacht. Ich denke, wahrscheinlich sprechen wir da gleich noch drüber. Also sehr zu Gran Turismo meine ich. Und ich merke jetzt gerade, jetzt flaut es nicht wirklich ab, aber man, okay, jetzt ist der erste Hype ist vorbei. Mhm. Und dann merke ich, okay, fällt jetzt ein bisschen ab, alles klar. Und damit muss man klarkommen, dass man so Schwankungen drin hat. Auch als Content Creator oder auch als Livestreamer, wo man quasi mal vielleicht mal mehr, mal weniger Zuschauer hat, dass man da nicht die Krise kriegt, zu sagen, oh nein, jetzt habe ich hier 20% weniger Leute an das Video oder den Stream gebunden, das ist ja schlimm. Man muss sich daran gewöhnen, irgendwie. Von Streamer zu Streamer, hast du die Zuschauerzahl aktiv, wenn du live bist? Siehst du live, wie viele Leute dir gerade zugucken? Ja, aber ich kann es nicht empfehlen. Genau. Weil du hast immer das im Blick und weißt, oh, jetzt sind die Leute abgesprungen. Warum? Das Spiel ist nicht gut. Soll ich das weiterspielen? Und das ist so ganz komisch, ja. Aber ich denke mir inzwischen, nee, ist mir egal. Ich zocke jetzt das, worauf ich Bock habe. Und wer es nicht gucken will, da kann er woanders was gucken. Also
Ich frage so ganz bewusst, weil viele, inklusive mir, stellen das nämlich mittlerweile aus. Das heißt, ich mache das wirklich aus. Ja. Und ich merke dann immer, wenn dann jemand im Chat reinschreibt, boah, es sind jetzt 80 Leute, so, dann merke ich, das ist der Moment, wo ich dann fast ein bisschen nervös werde, ja, wo ich dann denke, oh, gerade nicht damit gerechnet. Deswegen, also meine Taktik, ausmachen, genießen die paar Stunden. Und das ist einfach mal ganz, ganz spannend, wie das jeder so ein bisschen anders macht. Ja, ja. Wobei, wie gesagt, ich lasse den immer an, wobei das teilweise auch ein Fehler ist, weil wenn es auch richtig viel an Zuschauern gibt, also ich habe jetzt auch kein Problem mit, ich habe ja, was habe ich denn an Zuschauern, vielleicht ein paar hundert, wenige hundert, und wenn es wirklich was Großes ansteht, wie eine State of Play, dann kann das schon vierstellig werden, und dann werde ich auch manchmal so, oh, okay, ganz schön viele Leute da, mal lieber kein Mist bauen, und genau dann passieren diese ganzen Technikprobleme. Ja, oh immer. Ja. Immer so. Die ausgelassenen Frames und die, keine Ahnung was, die wochenlang kein Problem waren und plötzlich sind sie da. Genau, Mikrofon ist stumm geschaltet und man merkt es nicht. Ja, Klassiker. Ein Traum, ein Traum. Das ist schon ein Running Gag bei meiner Community, bei mir. Ja, sehr schön. Ja. Aber das zeigt auch ein bisschen das Menschliche, das zeigt auch ein bisschen, dass keine große Redaktion im Hintergrund ist, die irgendwie alle Schalthebel in der Hand hat, sondern das ist im Großen und Ganzen eine One-Man-Show, und dann kann es auch mal passieren, dass man einfach mal das falsche Knöpfchen drückt oder einfach vergisst, das Knöpfchen zu drücken. Ja, wobei im Moment ist es nicht ganz eine One-Man-Show, denn die vorhin schon erwähnte Frau Pixel macht natürlich viel im Background, auch auf meinem Kanal, also auch grafische Dinge vor allen Dingen, das muss ich noch erwähnen, ja, dass das jetzt nicht alles auf meinem Mist gewachsen ist, und dass sie da auch viel macht, auch in Sachen Optimierung und auch mit Texten und so weiter. Und das kriegt man natürlich nicht mit, weil man sieht ja immer nur denjenigen, der vor der Kamera sitzt und sich zum Hampelmann macht, so wie ich. Nee, sehr, 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 sehr cool. Und schön, dass du da diese Unterstützung hast. Und muss man auch sagen, umso größer so ein Projekt wird, irgendwann kriegt man es auch auf dem Qualitätsniveau dann auch einfach nicht mehr alleine gewuppt. Ne? Außer dann ist man wieder an dem Thema, der Tag hat halt nur 24 Stunden und dann wird es vielleicht auch irgendwann ungesund. Mhm. Ja, da muss man tierisch aufpassen. Also sage ich auch gleich aus eigener Erfahrung. Ich könnte mir vorstellen, natürlich, weil du hast jetzt dann doch mit weit über 70.000 Abonnenten auf YouTube dann jetzt doch schon eine recht ordentliche Reichweite. Ich könnte mir auch vorstellen, umso höher die Reichweite ist, umso mehr Kritik, umso mehr Trolle oder was immer erreichen einen. Hast du da ein Thema mit, und wie gehst du damit um? Also grundsätzlich muss das an einem abprallen. Also das tut's auch, aber als an sich auch für andere Content Creator, das muss an einem abprallen. Eine berechtigte Kritik natürlich, ist klar. Nur wenn es gebasht wird oder, keine Ahnung, in Beleidigung geht, dann muss man das quasi von sich abgrenzen. Und da macht man sich quasi so eine Art Schirm und lässt das nicht an sich rankommen letztlich. Ich muss sagen, also es ist teilweise auch ein bisschen anstrengend, Kommentare noch durchzugehen. Also man kriegt, dass der Witz ist, das muss ich erst mal erklären, der Witz ist, dass man eigentlich mehrheitlich Lob bekommt und Zuspruch, aber wenn nur 5% davon rumnörgeln, dann konzentriert man sich nur auf die Nörgelei und blendet das Positive aus. Das ist wie mit den Likes und Dislikes auch, da denkt man eher, jetzt hat es 5%, hat es nicht gefallen, warum? Aber nee, eigentlich muss man immer das Positive sehen, und das ist auch das meiste, das ich kriege. Also ich kriege immer relativ viel positives Feedback. Und auch Kritik, wobei ich da teilweise dann im ersten Moment immer blocke, aber dann im zweiten Moment vielleicht auch ein bisschen reflektiere, ob da vielleicht was dran ist. Aber es gibt so viel Kritik in so vielen Richtungen, man kann gar nicht auf alle eingehen. Es geht leider nicht. Also es gibt auch immer wieder viele Verbesserungsvorschläge oder Meinungen mit, wie schlecht ich fahre. Ich meine, Ich habe noch nie was anderes behauptet. Das ist das Lustige, dass manche mir vorwerfen auch in den Videos, oh Mensch, du fährst ja voll schlecht. Dann denke ich auch mal, ja, ich habe noch nie behauptet, dass ich gut fahre. Also nirgends. Und man macht den restlichen Tag ja auch vielleicht auch noch ein paar andere Dinge, als den ganzen Tag am Lenkrad zu sitzen. Ne? Ja, und das ist auch vielleicht das Verrückte, dass man teilweise dann sogar weniger am Lenkrad sitzt, als jemand, der das vielleicht als Hobby macht, weil der dann vielleicht 8 Stunden abends zockt, und ich hänge dann noch bis abends irgendwie am Videoschnitt rum oder so, was auch wieder komplett komisch ist, aber naja, so ist es manchmal. Ja, genau, das ist man sich oft nicht bewusst, dass eigentlich die meiste Zeit in diesen Projekten steckt irgendwo im Hintergrund, die niemand sieht, und
Manchmal ist dann, aber auch vielleicht auch nachvollziehbarerweise gar nicht so das Verständnis da, dass ja, nee, man sitzt nicht jeden Tag 8 Stunden am Zocken. Das geht einfach gar nicht. Nee, da würde auch nichts zusammenkommen. Und selbst wenn du das als Let's Play aufnimmst, selbst das ist ja anstrengend auf eine gewisse Weise. Und ich sag mal, rein nur Let's Plays, ich behaupte mal, das zieht nicht mehr so wie früher. Das ist tatsächlich ein Bereich, der auf einem absteigenden Ast ist. Aber deswegen auch interessant, dass du ja mittlerweile auch den Weg dann zu den, oder schon seit einiger Zeit ja in den Livestreaming-Bereich, ja, ausschließlich auf YouTube, glaube ich, gefunden hast. Auf Twitch bist du, glaube ich, nicht, ne? Nicht mehr. Ich war früher auf Twitch, tatsächlich. Mhm. Also Livestreams gingen, ich weiß nicht wann, das war 6, 7 Jahre oder so. Vor ungefähr, da habe ich auf Twitch zuerst angefangen, auch mit, keine Ahnung, 10, 20 Leuten, die zugeguckt haben. Mhm. Und das ist doch auch so ein bisschen organisch gewachsen, aber irgendwann war halt auch die Erkenntnis auch von meiner Community, ja, also eigentlich wäre es besser, wenn du auf YouTube streamst, weil da ist auch deine Community, da sind auch deine Leute, die Videos gucken, dann macht das natürlich Sinn, dass du da das weitermachst. Da ist eine gewisse Logik, ja. Genau, dann dachte ich mir, ja gut, dann wechsle ich rüber. Und tatsächlich gab es tatsächlich einen Sprung, ein bisschen mehr Zuschauer, aber das ist jetzt auch beständig gewachsen. Und natürlich dann auch gleich die Kritik, ja, warum streamst du denn nicht auf Twitch? Aber ja, so wie wieder beim Thema, dass man es nicht jedem recht machen kann, ne? Genau, es ist immer so, man kann es nie allen recht machen, ja. Abschließend zu dem persönlichen Teil, würde mich mal interessieren, wenn das Mikrofon und die Kamera aus sind. Du hast erzählt, ihr geht gerne ein bisschen reisen, aber was machst du denn, wenn die ganze Technik aus ist? Was macht der private Thomas als privaten Ausgleich? Tendenziell ist es das vorhin schon erwähnte Netflix, beziehungsweise irgendwelche Videoplattformen, die mal mir irgendwas bringen, was vielleicht auch gar nichts mit Gaming zu tun hat, sondern einfach was komplett anderes. Was ich auch gerne mache, aber leider sehr selten in letzter Zeit, das ist Zeichnen tatsächlich. Ah, das ist okay. Auch fantastisch zum Abschalten. Ich habe einen Pile of Shame in Sachen Bücher, die ich noch lesen will, der immer wächst, aber nicht kleiner wird. Und das werde ich vielleicht im Urlaub dann noch vielleicht den Kampf gewinnen gegen den Pile of Shame. Und ja, das ist es eigentlich. Wobei, halt, nee, Moment. Ach, ich habe das Wichtigste vergessen. Ich habe das Wichtigste vergessen. Jetzt kommt's. Und zwar, ich gehe täglich mit dem Hund raus. Ah. Also eigentlich natürlich dreimal täglich. Aber der Höhepunkt ist quasi der Mittagsspaziergang, weil das ist der große Spaziergang, der geht vielleicht eine Stunde, vielleicht anderthalb Stunden, je nach Wetter. Da freut sich der Hund und ich freue mich und ich komme nämlich weg von dem Ganzen. Also und komme einfach ein bisschen raus in die Natur. Ja, und dafür sind halt Hunde wirklich optimal geeignet, um auch, ich glaube gerade auch, wenn man selbstständig zu Hause sitzt, man muss raus, man hat gar keine Wahl. Ne? Genau, der Hund sagt ja auch, hallo, ich muss jetzt raus. Und da wirst du natürlich kein Unglück haben und denkst dann, ja gut. Und selbst den größten Stress. Aber da bin ich echt dankbar, dass der Hund ankommt, der werte Akira, dass der quasi Bescheid sagt, hey, ich will jetzt raus. Und ja, okay, alles klar, dann musst du raus. Sehr, sehr cool. Schön. Vielen, vielen Dank für diese zahlreichen Einblicke. Gerne. Ich weiß, ein paar Hörer und Hörerinnen sitzen schon langsam mit abgekauten Fingernägeln vor dem Lautsprecher und warten, wann reden sie denn endlich über Gran Turismo? Deswegen. Was ist denn da los? Ja. Was ist denn da los? Meine Güte, diese ganzen Informationen. Aber ich glaube, das ist auch ein schönes Thema. Ich glaube auch, über das du Lust hast zu reden und über das du, glaube ich, sehr, sehr viel reden kannst, weil ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet. Auf dich oder dein Projekt bin ich eben damals auch über Gran Turismo Sport eben auch aufmerksam geworden und das ist, glaube ich, eine gemeinsame Leidenschaft, die wir auch teilen. Obwohl ich auch gesehen habe, dass bei dir die Geschichte ja deutlich früher angefangen hat. Ich glaube, auf Instagram habe ich tatsächlich ein Originalfoto. Du hast tatsächlich noch dein originales Gran Turismo von der PS1 mit Kaufbeleg. Ich bin schwer beeindruckt. Ja, und hast du es aber noch genauer angeguckt? Da müsste auch noch das Autogramm von Kazunori Yamauchi. Ja, das habe ich gelesen. Ich konnte es nicht glauben. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist die Altersvorsorge. genau. Sehr schön. Stimmt, muss ich einschmeißen lassen, ja. So, und jetzt sind wir tatsächlich in der, ja, in Anführungsstrichen, 7. Generation angekommen, wenn wir die ganzen Zwischentitel mal rausrechnen. Gran Turismo 7 ist jetzt seit, ja, mittlerweile einem guten Monat, 1,5 Monate auf dem Markt und hat, wie du vorhin auch schon mal angedeutet hast, ja wirklich für einen großen Hype gesorgt, mit einer ordentlichen Delle, die danach auch nochmal kam und jetzt so gefühlt langsam wieder auf einem aufsteigenden Ast ist. Aber vielleicht mal so ein grober Gesamteindruck von dir, jetzt mal unabhängig davon, dass anscheinend die Videos bei dir gut laufen. Was ist dein Gesamteindruck von GT7? Also, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin sehr angetan. Ich bin nicht komplett gehypt,
aber ich bin sehr angetan. Und es einfach deswegen, weil es mich an die klassischen Gran Turismo-Teile erinnert. Allen voran Gran Turismo 4. Jetzt schreien natürlich vielleicht viele wieder, oh, Moment mal, Gran Turismo 4 war aber viel besser und hatte mehr Content. Ja, also bei Gran Turismo 7 fehlt einiges. Es ist definitiv ein Projekt, das definitiv noch wachsen wird in den Monaten mit den die Updates, die noch kommen werden, hoffe ich doch. Das war mit GT Sport nämlich auch schon so. Aber so insgesamt, also ich habe sehr viel Fahrspaß mit dem Ganzen. Natürlich, Baustellen gibt es viele. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen sollen. Aber ich bin da zuversichtlich, ganz ehrlich. Also ich glaube, dann deckst du wahrscheinlich auch wirklich die breite Meinung, dass das Spiel an sich, glaube ich, also schon eine Kaufempfehlung ist. Also wie gesagt, wir haben auch in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder darüber geredet. Es ist wirklich so eines der besten Rennspiele, die es im Moment auf dem Markt gibt. Ich glaube aber, der Frust, der in einigen Bereichen entsteht, der ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Aber da sind wir absolut einer Meinung. Und ich finde, wir haben das sehr schön in GT Sport gesehen. Da wird in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch einiges folgen. Das wird sukzessive ein besseres Spiel werden. Aber wie siehst du denn die Gesamtsituation? Es ist mittlerweile, zumindest geht es mir so, ja doch recht frustrierend, aber bei mir persönlich hat mittlerweile eine gewisse Resignation auch eingestellt nach dem Motto, ich erwarte mittlerweile gar nicht mehr, dass ein Spiel rauskommt und richtig funktioniert. Aber es ist natürlich an sich eine sehr traurige Entwicklung. Ne? Ist es. Ich kann es aber aus Entwicklersicht verstehen, denn heutzutage sind die Spiele viel komplexer als noch damals, sagen wir mal, auf einer PS2. Damals auf der PS2 gab es ja keine Updates oder irgendwas. Da musste ein Spiel out of the box funktionieren oder auf dem Super Nintendo. Aber die Spiele sind halt so viel komplexer geworden und jeder will eine große Open World, wo man so viel machen kann, wie es nur geht. Und das kann zum einen nicht bugfrei ausgeliefert werden und oft auch nicht vollständig, weil, wie soll ich sagen, oft die Vision hinter so einem Spiel noch größer ist als das, was dann wirklich auf dem Datenträger rauskommt. Das ist auch nicht besonders, keine besonders tolle Situation, ganz ehrlich, weil im Grunde heutzutage kommen eigentlich nur Indie-Spiele fertig raus, die natürlich den überschaubaren Rahmen haben. Aber man hat es, wie gesagt, in Gran Turismo Sport schon gesehen, das war ein Work in Progress. Ich glaube, du sprichst ja schon einen wichtigen Punkt an, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, und gerade auch als Laie ist es für einen ja überhaupt nicht vorstellbar, wie komplex so eine Videospielentwicklung mittlerweile ist, wie auch die Kosten explodiert sind und wie, klar, es gibt natürlich mittlerweile auch unterstützende Techniken im Hintergrund, aber trotzdem, es wird immer detaillierter, es wird immer größer, es soll immer realistischer sein und die Projekte werden komplexer. Auf der anderen Seite sind aber auch die Studios natürlich deutlich größer, als sie es früher waren. Insbesondere so ein Polyphony hat da sicherlich nicht nur 25 Leute sitzen. Und ich stelle mir halt immer wieder die Frage, ist es tatsächlich die Komplexität der Sache an sich? Also ist es einfach, wie du gerade sagst, einfach gar nicht mehr möglich, so etwas in Anführungsstrichen perfekt auf den Markt zu werfen? Oder ist es auch ein Stück weit Bequemlichkeit, weil, naja, es wird ja auch irgendwie akzeptiert. Es scheint ja zu funktionieren. Ich denke, es ist teils, teils. Also einerseits kann das Quality Management oder die Beta-Tester das gar nicht alles austesten, bevor sie nicht auf den Markt kommt und erst die Community kommt dann drauf, was dann, wo es überall hakt an so einem Produkt. Andererseits, klar, es kann natürlich, ja, wohl Bequemlichkeit glaube ich nicht, weil jedes Entwicklerstudio hat fette Überstunden, bevor so ein Ding rauskommt. Es ist eher, dass ein gewisser Termin gesetzt wird und bis dahin muss man fertig sein. Komme, was wolle. Und dann kann eben sein, dass manche Sachen eben nicht so wirklich fertig sind oder eben unausgereift sind. Und wobei, es ist dann vielleicht noch ein dritter Punkt, weil man sagt, ja Moment, wieso, wir können ja online alles patchen, also können wir jetzt das mal so aus der Tür raushauen und eben hinterher noch was patchen. Siehe Cyberpunk beispielsweise. Ich meine, das ist was ja das Schöne nicht? In beide Richtungen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, sprich ruhig noch aus. Nee, das war es eigentlich schon. Ich wollte jetzt nur kurz dazu, dann nur kurz drüber schmunzeln, weil Cyberpunk ist natürlich so ein Eier, so das Negativbeispiel bei so etwas. Stimmt, absolut. Das war der, also wer es in die Tagesschau an Videospielen schafft, der hat was, entweder was richtig gut oder was richtig falsch gemacht. Absolut. Du hast nicht vollkommen recht, das ist natürlich in beide Richtungen so ein Thema. Auf der einen Seite ist es natürlich eine große Stärke der Spiele, dass sie heutzutage noch weiterentwickelt werden können. Früher gab es das eben auch gar nicht. Das heißt, du, genau wie du auch schon richtig gesagt hast, du musstest das Spiel fertig ausliefern, sonst konntest du es in die Tonne werfen. Und das Schöne ist natürlich auch, so ein Spiel kann sich dann auch wirklich über die Monate, über die Jahre noch weiterentwickeln. Auf der anderen Seite kann man natürlich, oder sollte man vielleicht auch, oder würde mich auch deine Meinung nochmal interessieren, natürlich auch als Verbraucher vielleicht lernen,
Vielleicht muss man auch einfach akzeptieren, dass wir in einer Zeit leben, in der es halt vielleicht nicht unbedingt Sinn macht, ein Spiel am ersten Tag zu kaufen. So traurig, wie es ist, aber man muss halt einfach ein bisschen vorsichtiger sein und ein Stück weit vielleicht auch einfach mit Enttäuschung rechnen. Ne? Das habe ich auch schon gehört, dass viele inzwischen sagen, sie kaufen nichts mehr Day One, sondern einfach, sie warten einfach ein paar Monate, weil sie wissen, ey, das wird erst noch gepatcht und ist dann erst richtig gut. Und das, ich denke es mir zwischendurch aber auch bei manchen, vor allen Dingen Action-Adventures, wo ich mir denke, ja, es bringt nichts, wenn ich mir das sofort kaufe und sofort spiele, weil ich weiß, es kommt ein paar Wochen ein Patch, dann wird das besser und hier das Feature besser, vielleicht die Grafik noch besser, die Bildrate besser, dass man sich manchmal denkt, ja, also eigentlich, warum brauche ich denn das sofort? Es ist aber auch immer wieder faszinierend, wie der Mensch so tickt. Ich meine, das ist ja mit Filmen ähnlich wie auch mit Videospielen. Ein gutes Spiel, lass uns mal in dem Genre bleiben, ist ja in 3 Jahren immer noch dasselbe gute Spiel. Aber dann ist es gepatcht, dann gibt es vielleicht DLCs, dann gibt es vielleicht eine Game of the Year Edition, wo dann irgendwie noch alle DLCs kostenlos mit drin sind und kostet nur noch die Hälfte. Also ist mal überspitzt gesagt, ist ja ein Spiel, Gran Turismo 7 ist in 3 Jahren, also wahrscheinlich sogar in 3 Jahren sehr sicher sogar ein besseres Spiel, als es heute ist. Also eigentlich würde es ja Sinn machen, aber trotzdem, man will halt von Anfang an dabei sein und es ist immer faszinierend, für wie viele Emotionen das dann doch sorgt. Und dass so viele Menschen immer noch so enttäuscht sind, dass sie zum Release-Tag einfach so eine Gurke vorgesetzt bekommen. Obwohl man jetzt fairerweise sagen muss, es gibt schlimmere Beispiele als GT7. Ne? Also das ist, finde ich, schon relativ gepolished rausgekommen. Ja, absolut. Ich meine, das Grundspiel funktioniert ja gut. Also, weil da frage ich mich halt teilweise auch, was die Leute da erwarten. Und klar, man kann natürlich erwarten, dass die Online-Lobbys gescheit funktionieren, was jetzt auch nicht so ganz der Fall ist. Aber grundsätzlich, ich habe jetzt viel Spaß gehabt, vor allen Dingen im Karrieremodus, da weil da auch viel gemeckert wird, wo ich mir denke, nö, ist doch alles gut. Also, und andererseits denke ich mir, ja, man wartet lieber. Und ich muss auch sagen, früher war auch nicht alles besser. Das wollte ich vorher noch ergänzen. Beispiel auch wieder Gran Turismo 4. Das ist ja für viele immer noch der beste Teil, für mich fast auch persönlich. Das ist ja auch, wo man immer als beispielhaft sagt, das war halt ein vollständiges Spiel auf Disc, da musste man nichts patchen, das ging einfach. Aber Gran Turismo 4 hatte zumindest das Problem, da war ein Online-Modus geplant mal eine Zeit lang. Und der kam aber nie raus aufs Spiel. Haben sie nicht mehr geschafft. Und das konnte man auch nicht mehr patchen, weil das natürlich noch auf der PS2 war. Also früher war nicht immer alles besser, will ich damit sagen. Ja, ist ein schöner kleiner Einblick in die Historie. Und du hast natürlich vollkommen recht, oder es ist noch mal ein guter Gedankengang. Man weiß ja auch nie, das ist ein bisschen zurück in Zeiten, genau, wo man so etwas nicht nachpatchen konnte, weiß man auch nie, welches Spiel man vielleicht bekommen hätte, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, nachzupatchen, welche Zusatzinhalte, welche Verbesserungen etc. Sondern ich denke, früher ist da noch vieles, wie du gerade sagst, teilweise komplette Modi komplett gekappt worden, die es einfach nie ins Spiel geschafft haben und niemand hat es mitbekommen. Also von dem her, auch gerade in meinem Kopf merke ich gerade, da geht der Blick gerade nochmal in eine andere Richtung, dass ich sage, stimmt, vielleicht, ja, sind Spiele heute, wenn sie rauskommen, nicht mehr so gepolished, aber vielleicht sind sie trotzdem am Ende unterm Strich die besseren Spiele. Unterm Strich dann bestimmt, mit dem Laufe der Zeit, wenn zumindest der Publisher und der Entwickler dranbleibt, also und nicht bloß schnell die schnelle Kohle machen will. Stichwort Games as a Service, was ja auch ein bisschen verschrien ist, aber tendenziell wird das in die Richtung immer weitergehen, dass ein Spiel jahrelang getreut wird oder verbessert wird. Und das kann ja super funktionieren. Jetzt zuletzt, ein gutes Beispiel ist No Man's Sky. Das kam ja auch eigentlich halbfertig raus, wurde zu Recht verrissen, aber der Entwickler hat dran geglaubt. Inzwischen kamen unfassbar viele Content-Updates, gratis. Und inzwischen ist das ein richtig gutes Spiel, das ich auch jedem empfehlen kann. Wie findest du, wie Polyphony mit der Kritik der ersten Wochen umgegangen ist? Das würde mich mal aus deiner Perspektive interessieren, weil der Shitstorm in manchen Bereichen zumindest war ja dann doch recht groß. Wie gesagt, wir haben gerade schon gesagt, also es ist wirklich schön spielbar auf den Markt gekommen, aber mit einigen Kinderkrankheiten, die noch ausgemerzt werden müssen. Aber was hältst du von der Informationspolitik des Entwicklers? Sie haben es ausgesessen. Also sie haben abgewartet und einfach war das mal stumm. Ich denke, da gab es viele, viele Meetings und Krisen, hoffentlich Krisenmeetings, was sie denn tun können. Vor allen Dingen in der nächsten Zeit. Deshalb kam ja auch der Patch 1.11 raus, denke ich mal. Und es ist auch eine Sache der Philosophie. Es ist vor allen Dingen bei japanischen Entwicklern ist es nie so, dass die sofort vielleicht auf irgendeine Kritik reagieren, sondern das Ganze, wie soll ich sagen, nicht verheimlichen wollen, aber erstmal intern behandeln wollen und das Ganze erstmal ausarbeiten und dann etwas
rausbringen und nie quasi direkt Stellung nehmen vielleicht. Das ist tatsächlich nochmal ein guter Hinweis, ja genau, auf die kulturellen Hintergründe, dass das dann auch nochmal anders funktioniert. Aber ich finde, sie sind wirklich auch mit positiven Beispielen vorangegangen und haben dann, wie du richtig sagst, nicht sofort losgeschossen und reagiert, aber haben dann in, ich finde, doch sehr moderaten, sehr, sehr angenehmen Zeit dann doch reagiert, haben Ingame-Credits ausgeschüttet, haben jetzt den Credits-Ausschuss allgemein erhöht im Spiel. Also ich glaube, da haben sie wirklich die Kurve gekriegt und das lässt uns auch wirklich hoffen, denke ich, auf die nächsten Monate und Jahre oder auch darauf freuen, was in GT7 alles noch passieren wird. Also ich denke, dass sie da auch die richtige Richtung eingeschlagen haben. Ne? Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, ich bin aber zuversichtlich, auch deswegen, weil in Gran Turismo Sport war es ja ganz ähnlich. Da hat auch Content gefehlt, vorne und hinten, und da wurde auch viel, viel reingepatcht hinterher. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz auf die Hardware-Seite switchen, weil wir haben, wie gesagt, in den letzten Wochen auch wirklich schon sehr viel über GT7 gesprochen, und es war jetzt aber nochmal ganz interessant, auch nochmal deinen kleinen Lichtblick von dir da auch nochmal zu sehen. Mittlerweile haben wir ja auch als Konsolenspieler wirklich eine sehr breite Möglichkeit, auf Equipment zurückzugreifen, obwohl man auch sagen muss, dass der PS5-Controller auch nochmal eine beeindruckende Entwicklung im Gamepad-Bereich ist. Aber gibt es irgendein Equipment, was du einem Einsteiger empfehlen würdest? Also ich meine, du hast ja wirklich schon ganz viele Lenkräder und Wheelbases in der Hand gehabt, aber wenn jemand sagt, Mensch, GT7 ist ja schon geil, vielleicht ist das der Zeitpunkt, jetzt auch mal auf ein Lenkrad umzusteigen. Was wäre denn so eine Preis-Leistungs-Empfehlung, wo du sagen würdest, Mensch, wenn du jetzt einsteigst, das oder die Geräte sind gut für jemanden, der da mal reinschnuppern will? Ja, das ist immer eine Preisfrage. Da ist immer meine Gegenfrage, wie viel Budget ist denn zur Verfügung? Denn das Lustige ist, man kann als Einsteiger auch mit dem Profi-Lenkrad einsteigen. Das ist ja quasi, wie soll ich sagen, das ist ja nicht nur für Profis, sondern ein Profi-Lenkrad gibt für alle Spielergruppen ein gutes Feedback, sagen wir es mal so. Aber es stimmt schon, Einsteiger-Lenkrad. Also, ich meine, das fängt an mit dem Logitech G923 als Empfehlung, das recht günstig ist, tendenziell irgendwo zwischen 200 und 300 Euro. Was ich aber auch gerne empfehle, was auch ein gutes Force-Feedback hat, das ist das neue Thrustmaster T248. Das, ich glaube, das ist der offizielle Verkaufspreis, 350 oder 400, das müsste aber auch inzwischen günstiger irgendwo bei den Händlern zu haben sein, weil das Force Feedback ist richtig gut in Gran Turismo 7 auch. Aber wenn ich das so heraushöre, ich sag mal so ab 200, 250 Euro, und ich sag mal, jemand, der vom Taschengeld lebt, ist ja auch schon viel, viel Geld, aber ich sag mal, das ist schon so der Bereich, wo man dann zumindest anfangen sollte, weil ich glaube, man kann auch zu wenig Geld ausgeben bei Equipment, ne? Ja, also es gibt ja auch billig, wirklich billig Lenkräder, sagen wir mal unter 100 Euro, wo ich auf gar keinen Fall zugreifen wollen würde. Also unbedingt, da würde ich unbedingt davon abraten, weil mit denen macht es weniger Spaß, als mit einem Controller zu fahren. Und man fährt dann auch schlechter und dann macht die ganze Lenkradgeschichte keinen Sinn. Also das allergünstigste Lenkrad, das ich noch empfehlen kann, das ist das Thrustmaster T150. Das könnte unter 200 sein. Aber drunter auf gar keinen Fall, weil das Wichtigste bei so einem Lenkrad ist das Force Feedback. Das ist ja eigentlich der große Unterschied, warum man eigentlich damit fährt, damit man eben die Rückmeldung kriegt vom Auto und von den Vorderreifen vor allen Dingen. Und nur dadurch kann man einfach auch besser fahren. Würdest du sagen, dass ein Lenkrad einen besseren Fahrer macht? Das kommt drauf an. Also ich will da nicht allgemeingültig sprechen, aber ich für meinen Fall definitiv, ich bin schneller mit Lenkrad und ich fahre sicherer mit Lenkrad, definitiv. Und nichtsdestotrotz, man wird dann nicht plötzlich ein Profifahrer, denn es gibt immer nach wie vor Leute, die sind schneller mit dem Controller als ich mit meinem 1800 Euro Lenkrad. Das ist halt mal so, also weil manche haben einfach mehr Training, haben mehr Talent als ich, das muss man halt also einsehen, und da kommt man halt trotzdem vielleicht nicht hin. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Es gibt einige richtig, richtig schnelle Gamepad-Fahrer. Und ich muss wirklich sagen, letztens bin ich mal aus der Not heraus mal kurz mit dem PS5-Controller gefahren und ich bin schwer beeindruckt über die adaptiven Trigger und so weiter. Also das Feedback, das man da wieder bekommt. Also ich muss sagen, das ist schon eine ganz andere Klasse zu den anderen Generationen. Ja, absolut. Also DualSense Support ist hammergut. Das ist auch mit eins der besten Feedbacks am Controller von einem Rennspiel. Weil man also zum einen das ABS merkt, man merkt die Bodenunebenheiten, die Curbs und so weiter. Und zwar viel, viel feinfühliger als früher.
Und das haben echt bisher nur wenige Rennspiele drin. WRC10 ist für mich noch ein guter Kandidat dafür, wie man gut den DualSense, den PS5-Controller, unterstützen kann. Bei dem ist nämlich auch so, da merkt man auch alles am Wagen. Kommt auch sehr stark darauf an, wie der Entwickler das auch tatsächlich unterstützt, ne? Mhm. Absolut, ja. Das muss natürlich, da muss quasi wahrscheinlich auch irgendjemand dran sein, ein paar Wochen Programmierer, der das genau jeden Effekt entsprechend umsetzt. Werfen wir vielleicht in den letzten Zügen nochmal einen ganz kurzen Blick in die Zukunft. Wenn du insbesondere auf das Sim-Racing auf der Konsole schaust, und ich glaube, wir alle wissen, so es gibt, ich will jetzt nicht sagen, einen Kampf zwischen PC und Konsole, aber es gibt ja einige Stimmen da draußen, die sagen, richtiges Sim-Racing ist nur auf dem PC möglich. Wie siehst du Sim-Racing aktuell und was glaubst du, wo sich das in den nächsten Jahren, insbesondere auf der Konsole, noch hin entwickeln wird? Also es ist nicht falsch, wenn man sagt, Sim-Racing ist eher auf dem PC beheimatet. Sind wir ehrlich, solche Simulationen wie iRacing oder R-Factor 2, die gibt es halt nur auf dem PC. Und die ganze Infrastruktur ist halt nur auf dem PC vorhanden. Es gibt dann so Zwischendinger, sagen wir mal, wie Assetto Corsa Competizione, das, wie ich finde, auf Konsole auch sehr gut funktioniert. Vielleicht nicht ganz so gut wie am PC, aber es gibt, und das ist das, was immer unterschätzt wird, auch auf der Konsole einen riesigen Markt in Sachen Sim-Racing. Ich meine, siehe auch ein Gran Turismo, das hat eine erheblich höhere Verbreitung als beispielsweise ein iRacing. Und auch viel mehr Spieler, die online sind. Aber naja, das wird immer gerne unterschätzt und gerne unterschlagen. Aber in Sachen Professionalität geht es dann tendenziell schon zum PC. Aber ich würde sagen, wenn man da einsteigen will, beziehungsweise auch lange Spaß haben will, definitiv kann man das ja an der Konsole genauso machen, an der PlayStation oder an der Xbox. Absolut, das sieht man ja auch an den vielen aktiven Communities, die sich da darum bilden und viele auch einfach sagen, sie möchten den Schritt auf den PC nicht gehen. Und da man auch sieht, zum Beispiel, dass Kunos eben auch die Entwicklung einer Konsolenversion ihrer Spiele vorantreibt, sieht man ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, der Markt scheint ja auch nicht ganz uninteressant zu sein. Ja, absolut. Wobei teilweise das ja auswärts gegeben. Also Kunos macht da, glaube ich, auch die Konsolenumsetzung bei einem anderen Entwickler. Oder haben sie das jetzt selber wieder? Nee, genau. Haben sie ausgelagert an ein anderes britisches Studio. Genau. Richtig, ja. Und deshalb zieht sich das so ewig, bis wir da ein Update haben, was am PC schon gibt und worauf wir auf Konsole einfach noch warten müssen. Aber ja, ich meine, ich zocke ja auch teilweise am PC und dann mache ich das halt am PC teilweise, weil die Hardware, auch Lenkräder, die sind ja alle PC-kompatibel. Also von daher ist das jetzt nicht so ein großes Problem. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt mal ein schöner, grober Rundumblick. Ich hoffe, es war auch für alle, die draußen vor den Radiogeräten, hätte ich fast gesagt, sitzen. Eine spannende Unterhaltung. Wo soll denn die Reise für dich und für Pixel Connect in den nächsten Monaten noch hingehen? Gibt es da irgendwelche größeren Projekte, die du noch vorgenommen hast? Irgendwas, auf das wir uns freuen können? Ich habe jetzt keine konkreten Pläne. Ich habe sehr viele Videoideen, auch die Gran Turismo betreffen, die auch Hardware betreffen. Es ist jetzt auch so, dass jetzt in Sachen Ankündigungen jetzt nichts so Großartiges ansteht. Wir haben jetzt, ich sage jetzt mal, die großen Spiele Frühling schon gehabt. Aber wie gesagt, es kommen viele, viele Dinge, also viele Videos, regelmäßige Streams nach wie vor. Und es geht so weiter wie bisher, würde ich sagen. Also beständig, aber sicher. Sehr cool. Und falls ihr, ich kann es mir kaum vorstellen, noch nichts vom Pixel Connect gehört habt, dann ist heute der Tag der Tage. Und ihr findet natürlich auch den Link zu YouTube und zu den Social-Media-Kanälen vom guten Thomas auch unten dann in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Podcast-Shownotes. Thomas freut sich mit Sicherheit, wenn ihr vorbeischaut. Die gute Frau Pixel mindestens genauso. Und, auch gerne dort vorbeischauen. Werden wir alles für Vollständigkeit halber auf jeden Fall unten reinpacken. Thomas, das war, ich würde jetzt tatsächlich sagen, wie ich erwartet habe, tatsächlich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin gespannt, welches Feedback wir bekommen, ob wir die Leute da draußen kaputt gelangweilt haben oder ob sie es als genauso angenehm empfunden haben. Ist die Frage, ob noch jemand wach ist. Ich weiß es nicht irgendwie. Das frage ich mich bei den Livestreams am nachts auch immer. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht. Manchmal denke ich mir, manche sind doch eh schon eingeschlafen, aber ist doch egal. Eben, es läuft, genau. Wir hatten auf jeden Fall eine angenehme Stunde, zumindest behaupte ich das jetzt mal. Und dann absolut.
entlasse ich dich auch dann in das Wochenende. Gut, wenn die Folge hier erscheint, ist das Wochenende fast dann auf jeden Fall rum. Und Thomas, ich sage an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Und ja, wenn ihr da draußen sagt, das ist zumindest nicht das Schlechteste, was ihr jemals gehört habt, dann freut sich der Podcast auf Apple, aber auch auf, wie heißt der andere Dienst? Spotify, ganz genau. Der ist jetzt auch nicht ganz so klein. Über eine Sternebewertung. Also ihr könnt dort sehr gerne einen Kommentar, eine Bewertung hinterlassen, wenn ihr sagt, Mensch, das ist doch ganz nett, davon hätten wir gerne mehr. Darüber freut sich der Eisbär genauso wie der komische Mann hinter dem Mikrofon. Und ja, dann würde ich sagen, ziehen wir das auch nicht künstlich in die Länge. In einer Woche kommt die nächste Folge. Und ja, wir sind mal sehr gespannt. Und ich glaube, der Thomas auch. Wenn vielleicht wirklich einer von euch jetzt gerade noch dran ist und zuhört, dann schreibt das doch gerne mal in YouTube. Kommentare oder auf Discord. Ich würde mich sehr interessieren, wer es bis zum Ende durchgehalten hat. Aber jetzt, guck, ich rede mich um Kopf und Kragen, Thomas. Wir machen jetzt einen Haken dran. Ne? Ja, alles klar. Machen wir. Macht's gut da draußen. Ja. Danke. Ciao.